Mal ganz kurz erstmal zu den Damen und Herren, die hier neben mir sitzen, die möchte ich sehr gerne mal vorstellen. Ich beginne von mir aus gesehen links, von Ihnen aus gesehen rechts, mit meiner Vorstandskollegin von Papa Mama auch, Verband für Getrennterziehende, Frau Dr. Charlotte Michel-Biegel. Und zu meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen links, aus dem Vorstand der Bundesinitiative Großeltern, die Frau Aibike Soy-Baba. Dann begrüße ich ganz rechts außen vom Väternetzwerk aus dem Vorstand in Nürnberg, der Markus Zabron. Und last but not least vom Väteraufbau für Kinder, VAFK, aus dem Vorstand den Kollegen Christoph Köpernick. Ja, und wie gesagt, auch allen hier im Raum herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Und wir werden beginnen mit einer PowerPoint-Präsentation zum Thema Familiengerichte in Deutschland, Spielcasino oder rechtsfreier Raum. Und im Anschluss daran, das wird etwa 40 Minuten dauern, ich hoffe, dass wir die Zeit einhalten, ich gebe mein Bestes, wird es dann die Gelegenheit geben, sowohl hier im Raum als auch online Fragen zu stellen. Und meine Bitte wäre gerade an unsere Gäste draußen im Online-Bereich, dass Sie bitte Ihren Namen dazu schreiben und auch das Medium, für das Sie tätig sind. Und wir werden zum Ende der Pressekonferenz dann auch noch einen kleinen Augenblick warten, was sich dann an Fragen sammelt, bevor wir dann mit den Antworten beginnen. Gut, ja, dann starten wir am besten mit der ersten Folie, das ist die Einleitung. Also gerade in kindschaftsrechtlichen Verfahren, das war uns auch im Rahmen der Erhebung sehr, sehr wichtig. Die Sorgfalt, das Verantwortungsbewusstsein, Empathie und Sensibilität, das sind Eigenschaften, die man eigentlich sowohl in den Familiengerichten als auch in den Jugendämtern als auch bei allen anderen professionellen Akteuren in diesem System erwarten möchte. Und daraus resultierend oder darüber hinaus war für uns dann auch noch eine wichtige Frage, haben sich Gerichte und Helfersystem allgemein auch an geltende Gesetze gehalten? Mal ganz kurz im Telegram-Stil zu den Modalitäten. Es gab wichtige Faktoren für uns in der Erhebung. Wir wollten hinterfragen, wie ist die Arbeitsweise, werden Fristen beachtet, die Qualität von Beschlüssen und Berichten, das war uns sehr wichtig. Gründlichkeit und Objektivität, also es gibt ja im FAMFG zum Beispiel auch die Pflicht zur gewissenhaften Ermittlung entscheidungserheblicher Tatsachen. Da geht es auch um Gründlichkeit. Die Art des Umgangs auch mit den betroffenen Kindern, aber auch zum Beispiel mit den Eltern und Familien. Und das nicht nur allein im Falle von in Obhutnahmen, sondern zum Beispiel auch im Falle von Trennungsdramen, die sich halt auch abspielen. Dann hat uns sehr interessiert, gab es trennungsinduzierte Kontaktabbrüche und gab es einen professionellen Umgang mit dieser Problematik? Wie ist man in den Gerichten, in den Jugendämtern von Seiten der Verfahrensbeiständen damit umgegangen? Ein wichtiger Punkt, der auch im Moment zur Debatte, was die allgemeinen Reformen angeht, immer dazugehört, ist der Umgang natürlich mit Gewalt und auch Gewaltvorwürfen, aber auch die Unterstellung von psychischen Störungen bei Eltern, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits. Und der letzte Punkt, der ist uns sehr am Herzen auch gelegen, die psychischen Folgen für die betroffenen Kinder, einmal infolge der Verfahren, aber auch bei dem Agieren des Helfersystems. Ja, eins können wir auch schon feststellen im Rahmen der Erhebung. Es gab auch rechtlich fast gar nicht angreifbare Versäumnisse und Handlungen, die sich aber in fast allen Fällen dann auch wiederholt haben, die zugleich aber fatale Konsequenzen auch für die Entwicklung von Kindern und die biografischen und psychischen Folgen von Kindern und Eltern hatten. Dann kommen wir jetzt mal zu den Grundinformationen der Erhebung. Das mache ich jetzt ganz fix auch aus Zeitgründen. Es gab 8 Anzeigen in der Braunschweiger Zeitung und im Anzeigenblatt Neue Braunschweiger. An dieser Stelle möchte ich vielleicht dazu sagen, es geht nicht primär um Braunschweig. Das werden wir auch nachher im Rahmen der Statements noch hören. Das ist nur eine Beispielstadt. Die Probleme haben wir deutschlandweit in ganz, ganz vielen Familiengerichten, in ganz, ganz vielen Jugendämtern. Hier ging es uns um einen anderen Schwerpunkt. Sie haben mit Sicherheit schon oft mitbekommen, wenn es dann mal in Jugendämtern oder Gerichten schief läuft, dann ist oftmals gerne die Aussage, das ist ein bedauerlicher Einzelfall.
Und das war uns wichtig, wenn wir uns auf eine Stadt fokussieren. Wie viele bedauerliche Einzelfälle gibt es, wenn zum Beispiel hier, man muss das Budget auch ein bisschen im Griff behalten, wir hätten auch gerne 80 oder 100 Anzeigen geschaltet und dann wäre wahrscheinlich viel, viel mehr zusammengekommen. Aber was kommt da zusammen? Und ehrlich gesagt waren wir überrascht. Wir haben mit den 8 Anzeigen 32 Anfragen bekommen. Von diesen 32 Anfragen mussten wir 4 Anfragen ablehnen. Es war eine Anfrage, die das Amtsgericht Wolfsburg betraf, eine Anfrage Amtsgericht Gifhorn, eine Anfrage Salzgitter, eine Anfrage Goslar. Das mussten wir zurückweisen, weil Startpunkt sollte immer das Amtsgericht in Braunschweig sein, um eben diese Schärfe drin zu haben, um dort das Ganze nicht zu verwässern. Insgesamt war es dann bei 14 Anfragen so, dass die erforderliche Datenlieferung nicht erfolgte. Also uns war wichtig, dass wir bei den Unterlagen erstmal digitalisiert die Unterlagen bekommen haben und dann auch vollständige Akteneinsicht hatten. Wir wollten auf Augenhöhe mit den Richtern, mit den Jugendämtern, mit allen Verfahrensbeteiligten sein. Das heißt, uns hat interessiert, was schreiben gegnerische Anwaltschaften, was schreiben eigene Anwaltschaften, wie berichten Verfahrensbeistände. Wie sind die Gutachten, die dort vielleicht ausgeführt werden? Da wollten wir komplett auf Augenhöhe sein. Es ging also nicht einfach, es reichte uns nicht, wenn jemand gesagt hat, die haben aber hier Mist gebaut oder die haben das und das gemacht. Das war zu wenig. Ein möglichst objektiver Blick war da schon sehr, sehr wichtig. Ja, bei 14 Anfragen gab es die erforderliche Datenlieferung nicht. Das möchte ich aber nicht negativ konnotieren, denn man muss auf der anderen Seite ganz ehrlich sagen, und das weiß ich von den Betroffenen, die dort auch jetzt tatsächlich mitgemacht haben, es ist auch manchmal eine Art Retraumatisierung, wenn die dann ihre Unterlagen einscannen müssen, wenn die alles nochmal hochholen. Solche Verfahren sind ohnehin schon sehr belastend und insofern trotzdem Dankeschön auch an die 14 Anfragen, die letztendlich nicht zustande kamen und noch umso mehr Dankeschön an diejenigen, die dann am Ende tatsächlich teilgenommen haben. Es waren also 14 Fälle, bei denen alle Akten uns zur Verfügung gestellt werden. Wurden. Von diesen 14 Fällen mussten wir einen Fall ausklammern, den wir gerade aktuell mit begleiten. Und deswegen haben wir den jetzt nicht in die Erhebung reingenommen. 13 Fälle sind übrig geblieben, die wir bearbeitet haben mit über 1000 Dateien, mehr als 3500 Seiten, über 600 Stunden Analyse, die da reingegangen sind. Also viel, viel Arbeit. Und Sie sehen unten, wir hatten es mit vielen Richterpersonen zu tun, sowohl am Amtsgericht als auch nachfolgend am Oberlandesgericht, mit ganz, ganz vielen Anwältinnen und Anwälten, Verfahrensbeiständen und Sachbearbeitern aus dem Jugendamt. So, da wird es interessant jetzt bei den 13 Fällen, die bearbeitet wurden. Man sagt ja aus der Vergangenheit, ja oftmals hätten Väter das Problem. Und das war uns, weil wir ja auch Fälle von Betroffenen aus unserer täglichen Arbeit kennen, schon immer ein Dorn im Auge. Es ist kein Geschlechterproblem. Bei unserer Erhebung haben sich 7 Mütter und 6 Väter gemeldet. Und ich denke, das zeigt klar und deutlich, dass wir heute im Jahr 2023 keine Mütter- oder Väterproblematik haben. Wir haben eine Systemproblematik. Und an der muss gearbeitet werden. Von diesen 13 Eltern, da ging es dann insgesamt um 24 Kinder. Und Sie sehen auf der Präsentation, wie alt die Kinder waren. Einen besonderen Schwerpunkt möchte ich hier vielleicht auf die 13 Kinder legen, zwischen 8 und 13 Jahren. Das ist ein Alter, wo die Kinder schon sehr stark auch nach ihrer augenscheinlichen Meinung von professioneller Seite befragt werden. Und das sind aber auch Kinder, die immer noch sehr, sehr manipulierbar sind, teilweise auch in Loyalitätskonflikten drinstecken und wo man einfach auch hinterfragen muss, und das haben wir ja im Bericht dann auch getan, wie es um die Selbstwirksamkeit tatsächlich bestellt ist. Ist es wirklich der ehrliche und authentische Kindeswille, der darüber kommt? Oder entsprechen die Kinder in dem Moment gewissen Erwartungen? Ein weiterer wichtiger Punkt waren dann, und das sehen Sie, das haben wir eingekreist, 3 von Kontaktabbruch betroffene Mütter, 4 von Kontaktabbruch betroffene Väter. Das ist auch eine Quote. Erstmal 7 von Kontaktabbruch betroffene, 3 Mütter, 4 Väter und 6 Kinder mit temporärem Kontaktabbruch und 6 Kinder vollständigem Kontaktabbruch. Von 24 Kindern
hat es bei der Hälfte Kontaktabbrüche gegeben. Und das ist eine niederschmetternde Quote, da muss was getan werden. Was man auch sagen muss, aus der Aktenanalyse haben sich zwei Verfahrensbeiständinnen in den Verfahren herauskristallisiert, wobei 11 von den 12 Kindern in den Verfahren entweder temporär oder vollständig Kontaktabbruch vorgelegen hat. Und ein Richter hat sich auch in den Verfahren sehr stark hervorgetan, wo es eben auch 4 Kinder mit temporärem und am Ende final 2 Kinder mit vollständigem Kontaktabbruch ergeben haben. So, die nächste Folie, die mache ich ganz kurz, weil ich komme am Ende der Präsentation ohnehin nochmal auf wichtige Forderungen zurück, die sich auf das beziehen, was ich hier auf der linken Seite der Präsentation schon deutlich gemacht habe. Ich möchte nur betonen, im Paragraf 155 FAMFG, da ist von beschleunigten Verfahren die Rede, und zwar in jeder Lage der Verfahren. Es geht nicht nur alleine darum, wie lange dauert es von Antragstellung bis Termin, sondern es geht auch um Stellungnahmefristen, um Gutachterfristen, um Terminierungsfristen, wenn Gutachten dann vorliegen. Und da können wir hier schon sehen, in dem Moment, wo eine Elternpartei einen Antrag bei Gericht stellt, da war es bei der Analyse unserer vorliegenden Akten, und es ist so, dass bei den Elternpersonen nicht immer nur ein Verfahren da war, sondern es waren teilweise auch 3, 4, 5, 6 Verfahren bei einer Partei. Und insofern kann man auch sagen, wir reden also hier jetzt nicht von 13 Verfahren, sondern wir reden von deutlich mehr. Und an der Stelle, binnen eines Monats hat es tatsächlich nur bei 8,3% der Fälle geklappt. Und das ist eindeutig zu wenig. Wenn man dann, ich sag mal, das Ganze nicht ganz so eng sieht, man weiß, die Gerichte sind tatsächlich überlastet, dann kann man die 37,5% im zweiten Monat noch tolerieren. Wenn aber fast 55% der Fälle im dritten, im vierten oder noch später in den Monaten stattfinden, dann ist das eindeutig an den gesetzlichen Vorgaben des FAMFG vorbei, und das kann und darf nicht toleriert werden. Ein weiteres Beispiel, was uns persönlich sehr betroffen gemacht hat, wenn dann jetzt das Gutachten vorliegt, dann müsste man normalerweise erwarten können und dürfen, dass zeitnah terminiert wird. Da ist oft die Rede von rechtlichem Gehör, dann müssen die Eltern befragt werden, also die Mutter, der Vater etc. pp. Entschuldigung. Das wird aber oftmals dann auch genutzt, um einfach weiter zu verschleppen. Und tatsächlich ist es so, dass bei allen Verfahren, die uns vorlagen, wo es Gutachtenerstellungen gab, es 3 Monate in einem Drittel der Fälle, in 2 Dritteln der Fälle sogar erst im vierten Monat oder später stattfand. Das heißt, auch hier die Verschleppungsquote sogar 100%. In allen Fällen wurde die beschleunigte Verfahrensführung, das Prinzip, überhaupt nicht eingehalten. Dann die Dauer der Erstellung von Sachverständigengutachten. Das war in der Politik schon ein Thema, und das ist auch in den Gerichten zunehmend ein Thema. Das ist nicht zu bestreiten. Und trotzdem ist es so, dass es bis zu 6 Monate bei der Hälfte der Sachverständigengutachten gedauert hat. Das ist im Prinzip in Ordnung. 12 Monate ist tolerabel, und also mit Zahnschmerzen tolerabel, und länger als 12 Monate war trotzdem noch ein Viertel der Gutachten. Also insofern kann man die Verschleppungsquote dort bei 50% ansetzen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo wir als Verbände auch ein Hauptaugenmerk drauf legen. Es geht ja um die betroffenen Kinder am Ende. Und wir haben dort aus den Verfahrensakten, wenn dort Therapiebedarf bei den Kindern aus historischen Gründen, die weit vor den Verfahren lagen oder so, wenn dort ein Therapiebedarf erwähnt wurde, dann haben wir das nicht aufgenommen, sondern immer erst dann, wenn in fortgeschrittenen Stadien der Verfahren die Jugendämter, die Verfahrensbeistände oder die Gerichte oder auch die Sachverständige dann festgestellt haben, so, jetzt gibt es einen Therapiebedarf oder aber die Kinder sind bereits in Therapie. Beides haben wir in der Präsentation mit rot markiert. 42% der Kinder bedürfen einer Therapie, 29% der Kinder sind bereits in Therapie. Das heißt also, von 24 Kindern sind 71% in therapeutischer Behandlung oder brauchen eine. Und an dieser Stelle macht es sich nach unserer Überzeugung das System zu einfach, wenn man sagt, ja, die Eltern sind halt hochstrittig, da können wir nichts machen. Es ist die Aufgabe auch des Helfers,
Helfersystems an dieser Stelle intervenierend einzuwirken. Und das kann und müssen betroffene Eltern auch erwarten können. Also Fakt ist, die festgestellten Versäumnisse des Systems hinterlassen da erhebliche Spuren bei den betroffenen Kindern. So, bei den Einzelfällen, da möchte ich Ihnen jetzt auch aus Zeitgründen ersparen, dass ich hier jeden einzelnen Fall präsentiere. Sie haben alle den Bericht vor sich. Unsere Gäste, die online dabei sind, seit 10 Uhr ist die Seite erhebung-kindschaftsrecht.de freigeschaltet. Und dort finden Sie unter dem Reiter Erhebung Kindschaftsrecht, finden Sie dort auch sowohl die PowerPoint-Präsentation als auch den Erhebungsbericht. Das finden Sie dort alles vor und können also das, was hier aufgeführt ist, alles sehr gut und sehr schnell auch nachlesen. Natürlich ist es so, dass bei einer PowerPoint, also wir haben 3500 Seiten Akten gehabt, die haben wir auf 88 Seiten im Bericht schon komprimiert und dann nochmal auf 10 Folien in der PowerPoint. Das ist extrem stark eingedampft und trotzdem ist es schon lohnenswert, schon vorweg in die PowerPoint reinzugucken. Sie sehen sowohl in den Erhebungsberichten als auch hier in der PowerPoint-Präsentation, dass gewisse Worte in Rot gedruckt sind. Und das haben wir im Erhebungsbericht auch so gemacht, nämlich drei ganz wichtige Faktoren, die uns auch in der Erhebung, in der Auswertung wichtig waren. Verschleppte Verfahren, trennungsinduzierte Kontaktabbrüche oder der Therapiebedarf bei den betroffenen Kindern. Das sind drei wichtige Dinge, die wir in allen Verfahrensbeispielen sehr deutlich hervorgehoben haben. So, dann sehen Sie hier die weiteren Einzelfälle 5 bis 8 und die Fälle 9 bis 13. So, welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus im kindschaftsrechtlichen System? Das finden Sie auf den Seiten 74, 75, was sich in einfachen Worten in Familiengerichten verändern muss. Und da werde ich jetzt mal etwas intensiver drauf eingehen, muss dabei beim Blick auf den Bildschirm die Augen extrem spitzen, aber ich hoffe, es gelingt mir. Der wichtigste Punkt, meine Damen und Herren, wir brauchen in den Gerichten im kindschaftsrechtlichen System eine straffere Verfahrensführung in jeder Lage der Verfahren. Wenn mehr als 2/3 der Verfahren so lange brauchen, wie wir das im Vorfeld auf den ersten Seiten schon deutlich gemacht haben, dann läuft da was schief. Und es gibt dort zum Beispiel ein Referenzurteil vom BGH, vorangegangene Instanz war das OLG Koblenz, wo sich auch der BGH klar geäußert hat, dass die Gerichte in jeder Lage des Verfahrens für eine straffe Verfahrensführung zu sorgen haben. Das steht dort wörtlich in dem Beschluss so drin. Der nächste Punkt, wo sich betroffene Eltern sehr oft alleine fühlen, ist die Achtung und gegebenenfalls auch die Anordnung der elterlichen Loyalitäts- und Wohlverhaltenspflichten. Das steht im 1684 BGB unter anderem drin. Das ist etwas, was wir sehr oft im Helfersystem sehen. Man sagt immer so schön, für den Frieden braucht es zwei, für den Krieg reicht einer. Und wenn es konstruktive und destruktive Elternpersonen gibt, dann passiert es allzu oft gerade in Trennungsstreitigkeiten, dass von Seiten der Jugendämter, der Verfahrensbeistände oder auch von Seiten der Gerichte gesagt wird, die Eltern seien hochstrittig. Das heißt, destruktive Elternanteile werden unsichtbar gemacht. Wenn dann die destruktive Elternperson, und es sind sowohl Mütter als auch Väter, das ist an dieser Stelle zu betonen, sich destruktiv verhalten und das wird nicht sichtbar gemacht, dann hat das zur Folge, dass die destruktive Elternperson im Prinzip sogar in ihrem Verhalten bestätigt wird per System. Die konstruktive Elternperson im Prinzip sogar ins Hintertreffen gerät, die Verzweiflung zunimmt, die Unzufriedenheit zunimmt. Das haben wir auch in allen Verfahren rauslesen können, wie der Druck dort steigt. Vor allen Dingen aber ist es so, dass auch den Kindern damit nicht geholfen ist. Dieses artikulierte 0:0 in den Berichten von Jugendämtern, Familiengerichten, Verfahrensbeistandschaften ist zu wenig, wenn es darum geht, in einem konflikthaften Trennungssystem wirklich Ruhe reinzubringen. Man muss wissen, ziehen beide Eltern an einem Strang, kommen sie der Pflicht, sich zu einigen nach. Das sind ja Dinge, die alle schon in den Gesetzen drinstehen, die aber im Prinzip nicht an
geordnet werden, wo keiner so richtig nachschaut. Und wenn das dann passiert, dann meistens nur dann, wenn die destruktive Elternperson derart, ja, wie soll ich sagen, offensiv agiert, dass auch der Blindeste nicht mehr daran vorbeikommt, dort eine Ermahnung auszusprechen. Auch das haben wir in dem einen oder anderen Fall durchaus feststellen können. Dann passiert es mal, aber das muss dann schon sehr, sehr deutlich sein. Das muss ein Blinder mit dem Krückstock sehen. Also der nächste Punkt dann druckvolleres Hinwirken auf elterliches Einvernehmen, so wie es auch in den Gesetzen aufgeführt ist. Dann der nächste Punkt, ein wichtiger, beschleunigte und deutlichere Intervention bei drohenden oder erfolgten Kontaktabbrüchen zwischen Kindern und Elternpersonen. Gerade hier erfahren wir in allen Verfahren eine enorme Lethargie. Dann ist der Kontakt schon abgebrochen und dann liegt das System buchstäblich auf dem Rücken. Und das mag nicht für jedes Gericht und für jede Richterschaft und für jede Institution gelten, aber es passiert sehr, sehr oft und ist eher die Regel als die Ausnahme. Der nächste Punkt, die gewissenhafte Ermittlung entscheidungserheblicher Tatsachen. Ich habe mal von einer Anwältin gehört, die ist nicht ins Familienrecht gegangen mit der Begründung, es wird nirgendwo im Straf- und anderen Bereich, im gerichtsnahen Bereich so gelogen wie im Familienrecht. Das mag sein, aber wer sich entscheidet, ins Familienrecht reinzugehen, da ist der Faktor der, Ermittlung entscheidungserheblicher Tatsachen ein ganz entscheidender. Insbesondere dann, meine Damen und Herren, wenn es zum Beispiel um Gewaltvorwürfe geht. Gewalt darf nicht toleriert werden, aber sie muss geprüft werden. Denn, auch das haben wir in unseren Verfahren gesehen, Gewalt ist auch oftmals, hat die gar nicht stattgefunden. Und wir haben in unseren Fällen Gewaltvorwürfe, die von Müttern ausgehen. Wir haben Gewaltvorwürfe, die von Vätern ausgehen. Das hält sich in den Fällen die Waage. Wir haben auch Elternpersonen drin gehabt, die sich gegenseitig der Gewalt bezichtigt haben. Und nur in einem einzigen Fall kann man wirklich sehr früh sagen, ja, da war Gewalt im Spiel. Die betroffene Elternperson ist auch heute hier, also für die Pressevertretungen, die hier sind. Die haben nachher die Möglichkeit, auch anonymisiert mit der Person zu sprechen. Aber das war wirklich der einzige Fall, wo man sagen konnte, jawohl, da hat tatsächlich körperliche Gewalt stattgefunden. Und insofern ist der Faktor Gewalt kritisch zu prüfen. Wir müssen diejenigen schützen, die Gewalt ausgeliefert sind. Wir müssen aber auch aufpassen, dass nicht diejenigen durchs Dorf gejagt werden, denen man Gewalt unterstellt, die nicht stattgefunden hat. Und ein weiterer Punkt, der auch ein Appell an die Politik ist, trennungsinduzierte Kontaktabbrüche. Den Kontakt zu einer Elternperson, egal ob Mutter oder Vater, abzubrechen, ist ganz klar eine Form psychischer Gewalt gegenüber dem Kind. Und über diese Form der psychischen Gewalt, Kinder von ihren Eltern zu trennen oder zuzusehen, wie Kinder von Elternpersonen getrennt werden, das ist im Prinzip auch eine Art Beihilfe zu dieser Form psychischer Gewalt. Und das passiert, wie gesagt, nicht nur Vätern, nicht nur Müttern, es ist geschlechterneutral, Gewalt kennt kein Geschlecht, auch diese Form der psychischen Gewalt kennt kein Geschlecht. Die Sichtbarmachung destruktiven Elternverhaltens, zum Beispiel die Verweigerung von Beratung, das haben wir auch sehr oft, gerade bei destruktiven Eltern und gerade dann, wenn sie den Eindruck haben, sie haben jetzt die Oberhand in dem Verfahren und das passiert auch sehr oft und sowohl von Müttern als auch von Vätern ausgehend, dann verweigern die sich der Beratung. Ach, das bringt mir nichts, da gehe ich nicht mehr hin. Das hat keinerlei Einflüsse. Oftmals wird es in den Berichten noch nicht einmal erwähnt. Das heißt also, die Richterschaften, selbst wenn sie es nutzen wollen würden, sie würden es oft von den Jugendämtern, von den Familienberatungsstellen gar nicht erfahren. Hier wird Destruktivität sogar unsichtbar gemacht. Die klarere Ausformulierung vollstreckbarer Inhalte in den Beschlüssen, meine Damen und Herren, Sie sehen am Beispiel 001, was wir in den Berichten drin haben, das ist der Fall von den 13, der uns übermittelt wurde, den wir geprüft und analysiert haben und wo wir der Elternperson, die uns das geschickt hat, am Ende sagen mussten, ja, ich weiß gar nicht, wie man es rüberbringen soll. Sowohl Amtsgericht als auch Jugendamt, die haben alles richtig gemacht. Die haben beschleunigt gearbeitet, die haben sich klar geäußert, die haben klare Vorgaben gemacht. Vorgaben für die Eltern, die das Amtsgericht noch nicht gemacht hat, haben die Eltern und deren Anwärter ziemlich schnell gefunden.
Und dann ging es zum OLG und dann hat das OLG die letzten Vorgaben auch noch vorgegeben und die letzten Lücken geschlossen. Also wirklich vorbildlich gearbeitet. Das zeigt also auch, wenn es wirklich gut und gewissenhaft gemacht ist, dann funktioniert es auch schon mit der heutigen Gesetzeslage. Die Erfahrung zeigt aber auch, da es in den allermeisten Fällen nicht funktioniert, besteht hier ein enormer Reformbedarf von Seiten der Politik im Rahmen der Reformen, gerade im Kindschaftsrecht. Die tatsächliche Vollstreckung von Ordnungsgeldern bei Zuwiderhandlungen von Elternpersonen, auch das ist ein enormes Problem. Das hat ja Rechtsanwalt Matthias Bergmann in unserer Erhebung auch in seinem Statement drin. Da müssen die Gerichte wesentlich strikter werden. Wenn sich eine Elternperson nicht an Vorgaben hält, dann muss im Prinzip auch ein Gericht sich irgendwann fragen, will es überhaupt noch ernst genommen werden? Und da passiert es allzu oft, dass auf die Vollstreckung von Ordnungsgeldern schlicht verzichtet wird oder aber es wird auf Amtsgerichtsebene verhängt und auf OLG-Ebene nach erfolgreichem Protest, meistens unter Nutzung von Verfahrenskostenhilfe, wieder einkassiert. Es hat also für die destruktive Elternperson im Grunde nur ganz selten überhaupt eine Konsequenz. Den nächsten Punkt habe ich schon deutlicher genannt, Gewalt- oder Missbrauchsvorwürfe, dann folgend auch eine spürbare Sanktionierung von Falschbeschuldigungen. Der letzte Punkt, meine Damen und Herren, das ist einer, der mir insbesondere sehr am Herzen liegt, die Berücksichtigung der Europäischen Menschenrechtskonvention und die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Da habe ich mit diversen Richterschaften von Oberlandesgerichten in Deutschland schon Gespräche gehabt und ohne jetzt Namen zu nennen, kann ich von einem Vorsitzenden Richter eines Oberlandesgerichtes sprechen. Die ersten zwei Versuche, da ist er mir ausgewichen bei einem Kongress. Bei dem dritten Versuch ist er mir ins Wort gefallen, er wollte nicht drüber reden. Und es gab ja damals schon das Görgülü-Urteil, vorangegangene Instanz war Naumburg und es gab gerade jetzt im Sommer wieder in Bezug auf die Leibesvisitation eines Häftlings ein Urteil, wo das Landgericht, ich glaube in Regensburg, gesagt hat, nee, was der EGMR in Rechtsprechung sagt, interessiert uns nicht. Es ist vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und das Bundesverfassungsgericht hat nochmals in dem Beschluss, Sie sehen ihn in Klammern dahinter, deutlich gemacht, wenn dem Gericht spätestens dann, wenn dem Gericht ein solcher Beschluss bekannt ist, muss er Bezug darauf nehmen, muss jedes Gericht Bezug darauf nehmen. Und das Bundesverfassungsgericht ist in diesem diesjährigen Beschluss sogar noch weiter gegangen. Wenn das Gericht ausnahmsweise von diesen Beschlüssen abweicht, dann muss es das aktiv begründen. Und das macht man sich in Braunschweig relativ einfach. Wir haben in insgesamt drei Verfahren Erwähnungen der Rechtsprechung des EGMR drin. Es wird einfach ignoriert. Man geht nicht drauf ein, weder in den Beschlüssen noch sonst irgendwo. Es findet einfach nicht statt. Und das hat mit Rechtsstaatlichkeit nach unserer Auffassung sehr, sehr wenig zu tun, obwohl es auch für deutsche Gerichte als auch für Jugendämter bindend ist. Es wird ignoriert. So, Blick zur Uhr, jawohl, wir liegen gut in der Zeit. Der Handlungsbedarf im kindschaftsrechtlichen System, da haben wir uns auch noch mal mit den Jugendämtern beschäftigt. Also gehen wir erstmal allgemein auf das Thema der Jugendämter. 1 bis 2 Hausbesuche oder Gespräche reichen nicht aus, um belastbare Einblicke in einseitig strittige Familiensysteme zu bekommen. Das ist eigentlich jedem klar, der irgendwo 3x7 auf dieser Welt ist. Und trotzdem passiert es immer noch zu oft. Der Faktor Zeit muss mehr Beachtung finden. Wir sprachen bereits über die Verschleppung von Verfahren. Bei trennungsinduzierten Kontaktabbrüchen ist eine druckvollere Intervention notwendig. Und das passiert oft von Seiten der Jugendämter nicht. Destruktive Elternpersonen müssen identifiziert werden. Und da hat das Jugendamt zum Beispiel selber auch die Möglichkeit, nach 157 FAMFG einen Termin, einen Erörterungstermin beim Familiengericht anzuregen. Das heißt, selbst das Jugendamt könnte rein theoretisch sagen, liebes Familiengericht, hier spielt eine Elternperson nicht mit, bitte lass uns mal einen Termin ansetzen. Und das tun die Jugendämter nicht. Stattdessen werden die Eltern allein gelassen. Und dann passiert es oftmals, wenn dann eine Elternperson losgeht und zu Gericht geht, dann
kommt es vor, dass die andere Elternperson dem Kind suggeriert, guck mal, die andere Elternperson lässt uns nicht in Ruhe, sie will streiten. Ne? Und dann sorgt das im Prinzip für eine Streitverschärfung wieder in diesem konflikthaften Familiensystem, wo eigentlich die Jugendämter selber auch aktiv werden könnten, wenn sie denn wollten. Mitarbeitende müssen in konflikthaften Trennungssituationen besser geschult werden. Das ist ein ganz, ganz großes Problem und da muss dringend auch im SGB VIII nachgeschärft werden. Das ist ganz, ganz wichtig und die Eltern müssen auf Augenhöhe behandelt werden. Es darf keine Zweiklassenelternschaft geben. Es muss mehr Interaktionsbeobachtungen geben, mehr Respekt, mehr Wertschätzung. Auch da erleben wir in den Jugendämtern sehr, sehr oft, dass es Elternpersonen erster und zweiter Klasse gibt. So haben wir es auch in den Berichten, in den einzelnen Erzählungen der Betroffenen, haben wir es so aufgeführt in dem Moment, wo wir es aus der Aktenlage so entnommen haben. Und es muss nicht unbedingt immer so sein, dass eine Elternperson für die gesamte Dauer des Verfahrens, das kann mittendrin auf einmal auch kippen. Und beides ist im Grunde schädlich und auf keinen Fall gut. Aus der Erhebung heraus ergibt sich dann noch der zweite Teil auf dieser Folie, auf den ich auch eingehen möchte, denn wir haben tatsächlich auch einiges an den Obhutnahmen hier in unseren Fällen drin gehabt. Und was wir dort feststellen, ist, dass in den 4 in Obhutnahmefällen, die uns vorlagen, im Grunde keiner der Fälle einer Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht vermutlich standhalten würde. Ich habe das hier in der PowerPoint-Präsentation bei der Zusammenfassung der Ergebnisse etwas deutlicher aufgeführt, auch mit Bezugnahme auf Rechtsprechung von BGH und Bundesverfassungsgericht. Und wir finden in keiner der Akten und der Unterlagen irgendwo Hinweise, dass das wirklich so geprüft wird, wie es Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof vorgegeben haben. Also vermutlich keiner der analysierten Fälle dürfte den hohen Kriterien des BGH zum Beispiel in diesem Bericht standhalten. Ja, damit komme ich zum nächsten Punkt, die Forderung an die Politik. Das Familienrecht ist antiquiert und nicht mehr zeitgemäß. Konkrete Änderungsvorschläge wurden da aber auch der Politik von unserer Seite und auch von vielen anderen bereits vorgelegt. Es hat auch eine Arbeitsgruppe gegeben, schon vor 3-4 Jahren. Es hat eine Anhörung im Bundestag im September vor 3 Jahren war das, glaube ich, gegeben, wo auch sehr namhafte Richterschaft mit drin waren. Da besteht Einigkeit, es besteht Handlungsdruck. Die ständigen Verurteilen der Bundesrepublik Deutschland aufgrund familiengerichtlicher Beschlüsse, die sind schon zahlreich. Ich habe Görgülü genannt, man kann Kuppinger nennen, es gibt noch andere Beispiele, also da ist schon einiges gewesen. Und das ist ehrlich gesagt etwas, wo wir auch von der Politik erwarten, dass man doch mal schaut, was gibt uns denn Straßburg überhaupt vor, was müssen wir denn ändern? Weil solange wie das unverändert bleibt, ist es im Grunde, kann man es so auslegen, die Politik betreibt Beihilfe zur Schädigung der Kinder, wenn man nicht endlich anfängt, die Gesetze so anzupassen, dass sie auch den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte entspricht. Und da hat sich Karlsruhe auch ganz klar zu geäußert, da haben sowohl Politik als auch Gerichte als auch Jugendämter den Blick drauf zu werfen. Also die Judikate des EGMR sind bei den Reformen auch dringend zu berücksichtigen. Die derzeitige Gesetzeslage und insbesondere die derzeitige Praxis begünstigen Eingriffe in Grund- und Persönlichkeitsrechte betroffener Eltern und Kinder. Das kommt aus der Erhebung auch ganz klar hervor, nicht nur bei den Obhutnahmen, sondern auch in dem Moment, wo zum Beispiel Elternpersonen durch einseitige Behandlung vielleicht diskriminiert werden, vielleicht den Eltern erster und zweiter Klasse unterteilt werden, wenn Drohungen ausgesprochen werden, dass ein Elternteil, was extrem unter Druck steht, was die Kinder nicht sieht, noch mehr Druck ausübt, dass es dann heißt, und wenn du dich jetzt nicht zurückhältst, dann werden wir dir das Sorgerecht entziehen. Das sind Dinge, die passieren nie offiziell, aber hinter vorgehaltener Hand gibt es solche Aussagen. Und das ist zum einen schwer beweisbar, aber zum anderen schwer erträglich und auch kaum tolerierbar. Der letzte Satz, der spielt eine ganz, ganz hohe Bedeutung, meine Damen und Herren. Das Kindschaftsrecht der Bundesrepublik Deutschland macht unsere Kinder krank. Und das sieht man an dieser Erhebung ganz, ganz deutlich. Und Sie haben auch jetzt während der gesamten Präsentation gesehen, gerade das Wohl der Kinder, das
lag uns sehr, sehr am Herzen. Kontaktabbrüche, Verfahrensverschleppung, Therapiebedarf. Das sind Dinge, das kann nicht unser Anspruch sein, sowohl in der Politik als auch in den Gerichten, in den Jugendämtern. Klar, auch die Eltern sind gefordert. Aber an der Stelle, wo Eltern in Sackgassen stecken, wo sie alleine nicht rauskommen, nimmt der Gesetzgeber für sich über das SGB VIII, über FAMFG, über BGB in Anspruch, intervenierend einzugreifen, dann soll er es bitte auch tun. Ja, Prognosen und Ausblick, und damit komme ich zum Ende und schaffe es unter 40 Minuten, das freut mich. Also für einige unserer teilnehmenden Mütter, Väter und auch Großeltern, das kann man an dieser Stelle auch sagen, die können wir ja auch hier begrüßen, was mich sehr freut, ist der Leidensweg in Braunschweig noch nicht beendet. Und wie gesagt, nicht nur Braunschweig, das ist nur ein Beispiel, es ist wirklich ein gesamtdeutsches Problem. Wir werden diese Eltern aber weiter begleiten, auch über die nächsten Monate hinaus. Einige Verfahren laufen noch und wir werden natürlich schauen, wie entwickelt sich das in den nächsten Monaten? Sind vielleicht Elternpersonen, die an dieser Erhebung teilgenommen haben, identifiziert worden und hat das möglicherweise zu Repressalien oder zu Ressentiments geführt? Auch das ist nicht ausgeschlossen und auch das werden wir intensiv beobachten. Nach wie vor sehen wir eine beachtliche Anzahl von Kindern aus den hier analysierten Fällen als hochgradig durch trennungsinduzierten Kontaktabbruch gefährdet an. Also spontan kann ich sagen, mindestens 3 weitere Kinder sind von Kontaktabbruch gefährdet. Dem kindschaftsrechtlichen System in Braunschweig, das liegt uns auch am Herzen, ne? Wir bieten dort einen konstruktiven Dialog an, helfen gerne bei der Abstellung von Defiziten und Qualitätsmängeln. Es geht uns hier nicht darum, dass wir eine Stadt vorführen, eine Institution vorführen, sondern es geht konstruktiv auch darum, dass wir auch helfen können, was kann man denn besser machen. Es ist ja auch nicht verkehrt, wenn mal Leute von außerhalb der Box mal mit drauf gucken, die vielleicht auch keine Sozialpädagogen sind, die vielleicht mal von der betroffenen Seite kommen, die vielleicht mal den Blickwinkel erweitern können und dadurch vielleicht auch mal andere Impulse in Arbeiten bringen, wo sich vielleicht auch eine gewisse Betriebsblindheit eingeschlichen hat. Auch das ist etwas, was man nicht unbedingt jemandem zum Vorwurf machen kann, aber wenn es erkannt wird, dann dürfen wir alle erwarten können, dass das abgestellt wird. Ja, und der letzte Punkt, meine Damen und Herren, das ist mein persönlicher Wunsch auch und ich glaube der von uns allen. Ne? Mit dieser Prognose, mit diesem Ausblick wollen wir vielleicht in einem Jahr den Kontakt zu Ihnen und sagen, hey, wir haben uns geirrt, es ist besser geworden. Ob das gelingt, wir wissen es nicht. Ja, damit sind wir am Ende der Präsentation angelangt. Vielleicht gebe ich dann jetzt erstmal die Möglichkeit, hier in die Runde Fragen zu stellen und lade nochmal online ein, wenn möglich, wie gesagt, bitte mit persönlichem Namen und auch dem Namen des Mediums. Und wenn dann hier die Fragen auflaufen, dann lese ich die natürlich auch laut vor. Das Mikro steht bereit bei Bedarf. Ja, meine Damen und Herren, haben Sie Fragen? Frau Menkens von der Welt? Ja. Das Mikro kommt. Da hat mich die Technik extra darauf hingewiesen oder uns, wegen der Online-Geschichte. Ja, ich habe eine Frage und zwar, Sie haben also das bestimmt unstrittig alles so passiert. Sie hatten jetzt in Ihrer Schlussfolgerung gesagt, Kindschaftsrecht ist nicht zeitgemäß. Sie hatten aber in der Präsentation auch auf einige Normen hingewiesen, die es ja gibt, die aber nicht eingehalten werden. Also deshalb meine Frage, geht es hier um ein Problem der Norm oder des Vollzugs? Sowohl als auch. Also an den Stellen, wo es im System noch nicht funktioniert, und diese Anhaltspunkte geben wir im Zuge der anstehenden Reform im kindschaftsrechtlichen Verfahren hiermit auch in das Bundesministerium der Justiz mit rein, da muss dringend nachgeschärft werden. Wenn die Richterschaft beschleunigte Verfahrensführung als eine Empfehlung versteht und das nicht einhält, dann muss dort nachgeschärft werden. Wenn die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes so nicht wahrgenommen wird, und da kann ich vielleicht auch noch mal kurz auf ein Gespräch, was ich mit dem rechtspolitischen Sprecher einer Landtagsfraktion eines großen Bundeslandes hier in Nordrhein-Westfalen vorletzte Woche hatte,
Wo ich auch darauf hingewiesen habe und selbst dieser rechtspolitische Sprecher dieser Landtagsfraktion war der festen Überzeugung, Punkt 1, die Richter sind nur ihrem Gewissen unterworfen und Punkt 2, die Rechtsprechung des EGMR sei ja nur eine Empfehlung. Und das war ein promovierter Volljurist. Und daran sieht man, und ich glaube, das ist auch in vielen Gerichten noch immer der Fall, entweder sie wissen es nicht oder sie wissen, wenn sie es ignorieren, hat es kaum Auswirkungen. Man muss ja an der Stelle auch an die betroffenen Eltern denken. Wer hat schon das Geld, um bis nach Karlsruhe zu gehen? Na, das haben die meisten nicht. Wer hat die Nerven, um das zu tun? Auch die meisten nicht. Und insofern bleiben diese Systeme oftmals geschlossen. Erlauben Sie mir vielleicht, dass ich an dieser Stelle auch noch mal den Bezug auf die Anwaltschaften lenke. Man könnte ja jetzt sagen, ja, da gibt es doch Anwälte, die können doch dort was tun. Und wir haben bei den Anwälten im Prinzip drei Faktoren ausgemacht, wobei es durchaus Schnittmengen geben kann. Der erste Faktor, es gibt tatsächlich Anwaltschaften im Familienrecht, die dringend noch weiteren Qualifizierungsbedarf haben, die dringend weiteren Fortbildungsbedarf haben, die teilweise nicht einmal wissen, was im FAMFG oder im BGB steht, welche höherinstanzlichen Urteile es gibt. Jetzt wollen wir aber nicht auf die Anwälte eindreschen, weil auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, muss man sich auch vor Augen halten, Verfahrenskostenhilfeantrag, ein Verfahren bringt dem Anwalt roundabout 800 Euro. Für diese 800 Euro kann ein Familienrechtsanwalt keine 50 Stunden Arbeit investieren, sich in Aktenberge einlesen. Und wir wissen durch die Analyse dieser Aktenberge, was das für ein Arbeitsaufwand ist. Sonst bleibt am Ende nur ein Taschengeld. Da hat der Anwalt keine Chance. Also insofern ist das jetzt nicht nur ein einseitiges Anwaltsbashing, sondern man muss an dieser Stelle wirklich sagen, da muss man auch Verständnis haben für motivierte Anwälte, die gerne wollen würden, aber es an dieser Stelle aufgrund der niedrigen Entlohnung einfach nicht können. Und dann gibt es aber noch die dritte Gruppe an Anwaltschaften, wo man sagen kann, die sind wirklich richtig gut und die wollen auch was bewegen. Und ich kann Ihnen aber eins sagen, wenn die 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal ihrem Familiengericht die Hölle heiß machen, werden die danach für spätere Mandanten an diesem Familiengericht keinen Blumentopf mehr gewinnen. Die sind in Ungnade gefallen, die sind dann raus. Und das merkt man auch sehr, sehr stark. Und das hängt mit einer Krux zusammen, die wir im Kindschaftsrecht vernünftigerweise haben, die aber hier wirklich zu einem Problem wird. Kindschaftsrechtliche Verfahren sind nicht öffentliche Verfahren. Da geht es um den Schutz auch der Kinder. Das bedeutet aber auch, dass sich hinter der verschlossenen Tür ein in sich geschlossenes System gebildet hat, wo dann Betroffene auch mitbekommen, wie teilweise Anwaltschaften mit Richterschaften und Jugendämtern kungeln, gemeinsam schon was ausgemacht haben. Bei manchen ist es so, bei anderen ist es vielleicht nur ein Gefühl. Aber dass da hinter den Kulissen Dinge passieren, die nicht ganz koscher sind, das ist nicht von der Hand zu weisen. Da fällt mir aber ehrlich gesagt auch nichts ein, wie man das Problem in den Griff kriegen könnte. Der Herr Köpernick meldet sich dazu. Genau, vielen Dank. Mein Name ist Christoph Köpernick, ich vertrete den Väteraufbruch für Kinder e.V., bin dort Mitglied im Bundesvorstand. Um die Frage zu beantworten, was denn jetzt der Gesetzgeber tun kann, ob es neuer Normen bedarf oder des besseren Vollzuges. Tatsächlich war der Gesetzgeber schon fleißig und das auch zu honorieren. Also das Gesetz gegen die sexualisierte Gewalt von Kindern, Qualifikationsanforderungen für Verfahrensbeistände, auch die gesetzliche Fortbildungsverpflichtung für Familienrichter nach § 13b Absatz 3, Satz 3 und 4 GVG. Ich betone das ganz bewusst, weil in der Praxis es nicht als Fortbildungsverpflichtung gesehen wird. Eigentlich ist es eine Verpflichtung, aber kollidiert mit der richterlichen Unabhängigkeit und auch mit der Freiheit des Präsidiums des jeweiligen Gerichtes, eben die Abteilung zu besetzen. Hier macht es Sinn, das ist auch eine klare Empfehlung an den Bundesgesetzgeber, die Länder aufzufordern, diese GVG-Regelung landesgesetzlich zu konkretisieren. Weil die wären nämlich in der Pflicht, dann das auszugestalten, nicht nur Angebote zu bieten, sondern auch Pflichten dahinter zu legen. Weiteres Beispiel ist der 1684 BGB, die Wohlverhaltenspflicht, Absatz 2. Da wurde einfach vergessen, das konkreter zu formulieren, dass es auch jeder versteht. Denn wir sind in einem Rechtsgebiet, was sehr viele Menschen in diesem Lande betrifft. Mütter, Väter, Kinder, Großeltern, Familienangehörige, alle. Es muss verständlich sein. Und
Im Bereich Familienrecht und auch Erziehung sagt jeder was anderes. Es gibt viele verschiedene Meinungen. Keiner hat den goldenen Weg oder den besten Weg gefunden. Es gibt manchmal aber erschreckende Beispiele, dass selbst Professionen bei Jugendämtern oder Gerichten zum Teil nicht wahrhaben möchten, dass es eine sehr große Reform gab, die schon lange zurückliegt. Das Kindschaftsrechtsreformgesetz 1998. Also es wird teilweise noch von Besuchsrechten beispielsweise gesprochen. Ein Elternteil, naja, wenn er sein Kind sehen möchte, dann muss er sich bemühen und zahlen und fahren. Nein, es ist das Recht des Kindes und es ist die Pflicht des staatlichen Wächteramtes, dort als Garant Verantwortung zu übernehmen und alles dafür zu tun, damit Kinder einen guten Kontakt zu ihren Eltern und allen weiteren Familienmitgliedern haben. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Köpernick. Gibt es noch Ergänzungen? Wenn wir jetzt dann schon bei den Anfällen anfangen, wir beobachten das jetzt auch bei uns in Nürnberg, beim Väternetzwerk, dass der Elternkonflikt, aber dadurch, dass jetzt es bestimmte Anwälte gibt, immer mehr angeheizt wird. Und wir erleben das einfach, dass schon in der Auswahl des Anwaltes auch schon ein gewisser Elternkonflikt dann weiter geschürt werden kann. Also sprich, dass der Zusatz oder die Zusatzqualifikation Fachanwalt für Familienrecht ist eigentlich kein Qualitätsprädikat für Kindeswohl, was aber natürlich schön wäre, wenn dann jetzt auch mal hier und da gesagt werden könnte, lass mal die Kirche im Dorf und wir konzentrieren uns auf Sachlichkeiten. Und diese Elternkonflikte wird dann auch weiterhin geschürt und man muss bedenken, wenn Fälle vor Gericht landen, dann sind sie ja schon strittig und die Kinder leiden dann auch schon mehr. Es wäre wünschenswert, wenn hier, so wie es Ulf auch gesagt hat, hier vielleicht noch mal ein paar Nachschulungen stattfinden würden oder da vielleicht schon mal auch noch ein bisschen besser drauf geachtet wäre. Würde. Und die Kinder leiden unter diesen Streitsituationen und es wird auch bei Jugendämtern und auch bei den Verfahrensbeiständen, das merken wir auch immer wieder und in Nürnberg, dass sehr wenig deeskalativ darauf eingewirkt wird. Wir erleben Jugendämter oft als überfordert und in der Vermittlung oder der Vermittlung gar nicht fähig und wir beobachten sehr stark, dass das, was am Ende der Gerichtsverfahren tatsächlich rauskommt, auch stark von den verhandelnden Personen abhängig ist. Leider Gottes, wenn sie nach bestimmten negativen Mustern verfahren, produzieren sie auch immer wieder bestimmte negative Ergebnisse. Ja, danke, Herr Zabron. Frau Dr. Michel-Biegel wollte auch noch. Ja, es war ja die Frage, ob das ein Problem der Norm ist oder des Vollzugs. Für mich als Teil der fachlichen Umsetzung, die ich bin bei meiner Arbeit für Stellungnahmen oder in der Verfahrensbeistandschaft für Familiengerichte und andere Arbeiten oder Tätigkeiten im Familiengericht, ist das sehr oft die Umsetzung, also des Vollzugs. Es ist einfach zu wenig Zusammenarbeit der Akteure untereinander. Das fällt mir auf, dass die oft, gut, es sind Datenschutzbestimmungen, Schweigepflicht und so weiter, die sehr oft verhindern, dass die Mitarbeiter zusammenarbeiten zum Wohl der Sache und zum Wohl der Kinder. Da werden Berichte nicht geschrieben oder wir hatten das auch, dass es sehr viele Verschleppungen gibt, das dauert zu lange, sodass manche Elternpersonen ihre Kinder 1 bis 2 Jahre nicht sehen, obwohl alle fachlichen Mitarbeiter auf dem Plan stehen, obwohl sich einige bemühen, obwohl Termine angesagt sind und wieder abgesetzt werden und so weiter, sodass es manchen wirklich gelingt oder ich möchte keine Absicht unterstellen, dass manche Elternteile ihre Kinder eben 1 bis 2 Jahre nicht sehen durch diese mangelnde Zusammenarbeit oder den Willen, das wirklich zu beschleunigen und sich da als Fachkraft auch ein bisschen mehr zu engagieren. Haben Sie noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Könnt noch ein bisschen was sagen? Ja, gerne. Also online sind auch keine Fragen reingekommen. Insofern, sonst würde ich jetzt auch zeitnah dann die Runde schließen, aber bitte.
Der Großteil der Eltern, der Großteil der Familien schaffen es sich, ohne Jugendämter und ohne Familiengerichte einvernehmlich gut zu arrangieren. Nach Trennung und Scheidung wird es meistens schwieriger, aber auch dort gibt es viele, die es schaffen. Keinesfalls sind es Einzelfälle, keinesfalls ist es die Minderheit. Wenige von solchen Fällen reichen aus, um einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden zu produzieren. Nicht selten können sich Dutzende Fachkräfte über Jahre hinweg mit solchen Fällen beschäftigen und am Ende liegen nur noch Scherben oder manchmal gibt es nicht mehr Scherben, die man wegkehren kann. Trotzdem, am Ende des Tages sind dort Kinder. Die werden auch irgendwann älter. Die kriegen auch irgendwann Kinder. Sowas vererbt sich, solche Geschichten. Das heißt, es sollte ein kollektives Interesse sein, ein gesellschaftliches Interesse, dass diese Fälle, auch wenn sie nicht die Mehrheit bilden, trotzdem gut gelöst werden, damit wir alle was davon haben. Wie gesagt, der volkswirtschaftliche Schaden ist enorm und täglich beschäftigen sich mehrere tausend Leute mit solchen Fällen, die vielleicht vermeidbar gewesen wären, wenn im Vorfeld nicht nur der Gesetzgeber, nicht nur die Politik, sondern wir als Gesamtgesellschaft ein besseres Verständnis dafür hätten, wie Kinder gesund aufwachsen. Dazu gehört gesunder Kontakt zu beiden Elternteilen und die bestmögliche Unterstützung der Garanten, also des Jugendamtes und der Familienrichter. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum kommt es zu solchen dramatischen Situationen, gerade in so Hilfesystemen beim Jugendamt, wo ja viele Professionen sitzen. Ich glaube, da liegt der Fehler auch ein bisschen im System aufgrund des sehr hohen Drucks. Da die alle eine Pflicht haben, sind die automatisch auch in der Haftung. Es ist ab und zu vorgekommen, dass Mitarbeiter von Jugendämtern für Unterlassen bestraft wurden. Das Gleiche könnte auch Verfahrensbeiständen passieren. Das Gleiche könnte auch Familienrichtern passieren. Es passiert relativ selten, aber es wäre möglich. Und ich gehe davon aus, es sind grundsätzlich sehr engagierte Menschen, die natürlich auch nicht versagen wollen, sondern den Fall lösen möchten. Dann kommen individuelle Lebensgeschichten dazu, vielleicht Ideologien, aber auch Zeitdruck. Ja, die sind alle überlastet. Und in dem Umfeld, in einer extremen Drucksituation, bleibt den Professionen manchmal nichts anderes übrig, als am Ende des Tages vielleicht doch einen Sündenbock zu finden. Das ist manchmal ein Elternteil, das kann das Kind sein, das kann auch ein Kollege aus den eigenen Reihen sein, aber der Fall ist nicht gelöst. Deswegen möchte ich an der Stelle nochmal daran appellieren, auch ein bisschen Verständnis dafür zu haben, welche Arbeit diese Professionen leisten und dass bestimmt niemand von denen morgens aufsteht und sich denkt, heute würge ich mal jemand eins rein. Vielen Dank für Ihr Engagement. Frau Mengens. Danke. Sie hatten es gerade angedeutet, der Großteil der Eltern einigt sich. Deswegen die Frage, es ist wahrscheinlich ja, wenn Menschen auf so einen Aufruf reagieren und ihre Akten zur Verfügung stellen, handelt es sich ja wahrscheinlich um besonders strittige Fälle, die eben, wo Menschen Ungerechtigkeit empfinden, wo sie sagen, also das kommt mir jetzt zu Pass, dass da mal jemand drauf guckt und meine Akten da irgendwie flöht und so weiter. Aber wie repräsentativ können diese 13 Fälle sein, die Sie da jetzt untersucht haben? Und also sie stehen sicherlich wahrscheinlich in der Richtung für irgendwas, aber wie, was kann man daraus sozusagen für den Großteil der anderen normalen, sage ich jetzt mal, normal verlaufenden Fälle ableiten? Denn der Vorwurf an die Politik und an die Professionen ist ja jetzt schon recht spitz, sage ich jetzt mal. Das war das eine, was ich fragen wollte. Und das andere wäre, wenn wir jetzt hier schon so viele Betroffene haben und auch betroffene Großeltern, ob da vielleicht noch irgendwie der ein oder andere das Wort ergreifen möchte. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dass ich auch für das Familiengericht tätig bin. Ich habe mir diese Fälle hier auch angeschaut. Es ist überhaupt nichts, was mir fremd ist. Es sind zwar wenige angesichts dieser vielen Fälle und Kontaktprobleme nach Trennung, Scheidung haben, aber sie sind doch meiner Meinung nach repräsentativ, denn das ist das, was ich alles auch nach 15 Jahren Tätigkeit
vorher auch schon in dem Bereich tätig, aber ganz konkret, was ich da auch in den Akten wiederfinde, was ich auch bearbeite. Es ist mir nichts fremd und ich halte das schon für repräsentativ. Für die Fälle, ja, für die strittigen Fälle, die vor Gericht gehen. Zum Glück, wir haben es ja schon gehört, gibt es viele Eltern, die auch sich außergerichtlich, auch mit Beratung oder sonstiger Unterstützung, sich gut einigen können im Sinne ihrer Kinder. Absolut, das darf man nicht vergessen. Aber die Fälle, die vor Gericht sind, und es sind ja nicht wenige, da ist das schon, das sind das schon repräsentative Fälle, die einfach auch ständig vorkommen in noch viel, viel differenzierter auch noch in ihren Ausprägungen. Ja. Da müsste ich nur noch eine dritte Gruppe betrachten, die im Dunkelfeld liegt, und zwar die, die sich nicht einigen, aber auch nicht zu Gericht gehen. Die einfach resignieren. Und die kennen wir nicht. Das ist unbezifferbar im Moment. Ja, also die Großeltern sind natürlich dann auch betroffen, wenn in diesen strittigen Familienangelegenheiten sind dann die Großeltern natürlich betroffen. Die dürfen ihre Enkelkinder nicht sehen. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo es zu Trennungen kam und die waren zerstritten, dass trotzdem die Großeltern, die Patentanten, Onkel oder was weiß ich. Also es wird die Hälfte einer Familie quasi komplett getrennt. Und das macht etwas mit den Kindern. Und wir kämpfen darum, dass unsere Enkelkinder uns sehen dürfen. Und ich glaube, alle, die hier sitzen, haben Großeltern gehabt oder haben vielleicht noch Großeltern und wissen, was das für ein Geschenk ist, Großeltern zu haben. Und das ist mir schon wichtig, dass Großeltern einfach mit zu diesem Familiensystem stehen. Und wir sind ja, die gehören ja zu ihren Wurzeln dazu. Wenn sie in der Schule einen Familienstammbaum aufmalen müssen, gehören wir eigentlich dazu. Und meine Enkel konnten dann keinen Familienstammbaum mit meinem familiären Hintergrund aufzeigen, weil sie es eben einfach nicht wissen. Ich weiß gar nicht, wie sie das gelöst haben. Also das ist mir schon auch noch wichtig gewesen, das mitzugeben, dass Großeltern, dass ich mir wünsche, dass die Enkelkinder ein Recht auf ihre Großeltern haben. Es gibt ein verbrieftes Umgangsrecht bei den Gerichten, dass Großeltern ihre Enkelkinder sehen dürfen. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo Großeltern vor Gericht gegangen sind und die Richter gesagt haben, ja, sie dürfen sie sehen. Weil wenn sie zerstritten sind, dann wollen sie Ruhe. Es soll erstmal Ruhe einkehren. Ruhe, 6 Monate Ruhe, 12 Monate. Und dann wollen die Kinder nicht mehr zu den Großeltern. Und das möchte ich gerne geändert haben. Und dafür kämpfen wir und dafür stehe ich auch ein. Ja, also da kann ich auch ergänzen. Im Prinzip wird in dem Moment, wo zu einer Elternperson ein trennungsinduzierter Kontaktabbruch passiert, werden in den allermeisten, den Kindern die Hälfte ihrer Identität und ihrer Wurzeln genommen. Und wir haben tatsächlich einen Fall hier drin, wo dann die Richterschaft sogar im Prinzip abfällig formuliert hat, nach vielen Jahren Verfahrensdauer, nach vielen Jahren Kontaktabbruch, dass der Richter sinngemäß geschrieben hat, als ob die Identität einer Jugendlichen vom Kontakt zu der Elternperson und dessen Familie abhängt. Das ist eine Respektlosigkeit, wo man sich im Grunde, wo man nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Das ist ungehörig, aber auch sowas liest man dann. Und ich würde gerne noch auf Ihre Frage nochmal mit dem Fall Nummer 5, den finden Sie im Bericht auf Seite 35, eingehen. Oftmals ist es auch so, dass von Seiten der Institutionen Streit verschärft wird. Im Fall Nummer 5 ist es so, dass es eine zu weiche Intervention gab, dass es unzureichende Vorgaben gab, dass es ständige Umgangsbehinderungen und Umgangsboykotte gab, nach mehreren Monaten trotzdem ein Therapiebedarf beim Kind festgestellt wurde. Meine Damen und Herren, dieser Fall Nummer 5, das haben wir auch so betont, das ist ein ganz banaler Fall, der hätte eigentlich mit einer Runde hätte der erledigt sein können und müssen.
sowohl vom Jugendamt als auch von der Verfahrensbeiständin als auch in finaler und alles entscheidender Instanz vom Gericht. Stattdessen läuft das Ding über Jahre und die Betonung liegt hier wirklich in der Zusammenfassung auf Leistungsverweigerung von Jugendamt und Familiengericht. Ein ganz banaler 0815-Fall und die waren eher streitverschärfend, die waren, Profis arbeiten anders. Ja. Vielleicht. Ja, ich würde auch noch mal gerne dazu ergänzen, einen kleinen Einblick auf die Dunkelziffer der leidenden Elternteile geben uns auch wirklich auch die neuen Partner und auch eben die Großeltern dann auch da, die das einfach nicht mehr ertragen können. Also das heißt, dass unsere Familiengerichte teilweise immer noch im Gewinner und Verlierer unterteilen und wenn sich ein Elternteil dann erstmal erstinstanzlich als Verlierer fühlt oder dann sowieso das Gefühl hat, dass eigentlich alles nur noch gegen ihn arbeitet, leiden die einfach still vor sich hin und kommen teilweise aus ihrem Kollateralschaden, den sie davon getragen haben, kaum raus. Und da erleben wir immer wieder, dass jetzt Familienmitglieder sich auch dann an die Helferverbände wenden, und weil sie einfach dieses Leid dann nicht mehr ertragen können. Die Frage nach der Repräsentativität, die habe ich auch erwartet. Also repräsentativ ist dieser Erhebungsbericht jetzt nicht ganz, weil wir nicht alle Fälle untersuchen können natürlich, aber tatsächlich können wir das regional unabhängig, diese Verhaltensmuster dieser bestimmten von den Professionen wirklich bestätigen. Und tatsächlich haben wir tausende Fälle von Entfremdung jedes Jahr in Deutschland, und hier kann man sehr gut aufgezeigt sehen, ja, wohin die teilweise herkommen, einfach auch durch das Versagen der Helferinstitutionen. Ich möchte Ihnen auch gerne dazu ein Beispiel nennen. Wir haben einen Fall, da wurden 5 Kinder vom Jugendamt aus der Familie entnommen. Einfach nur unterm Strich. Natürlich gab es immer wieder Vorwürfe, aber die waren jetzt nicht so gravierend, dass da jetzt so ein schwerer Eingriff des Jugendamtes hätte in die Privatsphäre der Familie eingreifen können, sondern tatsächlich war unterm Strich der eigentliche Grund ein sehr scharfer Elternkonflikt, den man über 2 Jahre lang zugeschaut hat, bis man nicht mehr zuschauen konnte. Ja. Also zum einen will ich auch sehr klar darauf stellen, dass es Elternteile sich schaffen, dann über die Kinder hinweg über Jahre zu streiten mit mehreren beteiligten Personen. Man sieht ja hier auch an diesen Beispielen, wie viele Menschen dann da teilweise beteiligt sind. Leider Gottes hilft viel nicht viel, sondern wir brauchen da wirklich eine qualitativ bessere Beratung und die Herausziehung der Eltern aus dem Streit. Und bei diesem Jugendamt vorgehen, nachdem das Gericht entschieden hat, dass alle Kinder aus den Familien, also jeweils von der Mutter und von dem Vater entnommen wurden und dann in Pflegefamilien untergebracht worden ist, wurden ein Jahr lang begleitete Umgänge angeordnet, und zwar in einem Maße von 1 Stunde alle 4 Wochen. Ja, hat man den Eltern zugebilligt. Ne? Also, und danach ging der Vater selber auf das Jugendamt zu und hat darum gebeten, ich war bei dem Gespräch auch selber dabei, um eine Umgangserweiterung, und man hat ihm klipp und klar gesagt, wir können das nicht, weil wir das personell nicht leisten können. Eine 2-wöchige Begleitung oder auf mehrere Stunden hin ausgeweitet. Gleichzeitig war aber ein Familiengerichtsverfahren nochmal anhängig, wo es um Sorgerecht ging, und dann konnte man sehr gut in der Stellungnahme auch lesen, dass der Vater plötzlich unkooperativ war, obwohl er selber auf das Jugendamt und die Vormundschaften zugegangen ist. Und gleichzeitig hat man dann von einer Retraumatisierung der Kinder gesprochen, wobei die begleiteten Umgänge alle absolut reibungslos gegangen sind und man eigentlich aus professioneller Sicht indizieren müsste, dass wenn Kinder retraumatisiert werden bei bestimmten Dingen, dass man da jetzt vielleicht hätte einen Umgangsausschluss bewirken sollen. Das heißt, man retraumatisiert die Kinder jeden Monat immer wieder, aber man schafft es nicht, dass man da 2 Stunden Umgang macht. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, nicht nur die Rechtsanwälte, so wie es Herr Hofes gesagt hat, die müssen gucken, dass sie sich bei Gerichten nicht verbrennen, sondern auch die bestimmten Jugendämter und auch Verfahrensbeistände, die müssen dann eben auch gucken, dass sie dann bestimmte Dinge nicht so benennen können, wie es ist. Also kaum ein Jugendamt wird Ihnen sagen, wir schaffen eine Heranführungsweise der Kinder nicht im optimalen Zustand, weil wir einfach personal unterbesetzt sind. Und das muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Also Grundrechtseingriffe infolge personeller Unterbesetzung,
Das ist das eine No-Go, an dem dringend gearbeitet werden muss. Und der zweite Punkt, den Herr Zabrun gerade richtig angesprochen hat, wir haben ja, das habe ich eingangs erwähnt, einen Fall aus der Erhebung rausgenommen. Und dieser eine Fall besteht sprichwörtlich, aber ich weiß es auch aus den anderen Fällen, auch von betroffenen Elternpersonen und Großelternpersonen, die hier sind, dass zum Beispiel, wenn es den Kindern schlecht geht und die liebende Elternperson sich auch engagiert, dass es dem Kind besser gehen soll, dabei vielleicht sogar kritisch wird und manchmal vielleicht auch, ich sag mal, ein bisschen deutlicher wird, so wie es Eltern sind, wo die sehen, dem Kind geht schlecht und sie fühlen sich machtlos. Und dann werden sie deutlicher. Und dann ist es in allen Fällen, die wir dort im Bereich in Obhutnahmen hatten, so, dass das Jugendamt gesagt hat, du Elternperson kooperierst nicht und jetzt werden wir den Kontakt erstmal wieder teilweise sogar aussetzen oder teilweise noch in die Länge ziehen. Das sind Repressalien, die dann kommen. Das sind Sanktionen, wo Eltern sanktioniert werden, die sich für ihre Kinder engagieren. Und ich kann nur noch mal betonen, in keinem der in Obhutnahmefälle, die wir analysiert haben, sehen wir, dass es überhaupt einer verfassungsgemäßen Prüfung standhalten würde. Ja, es ist 11.05 Uhr. Noch einmal das Angebot, wenn Sie Fragen haben, bitte gerne. Soll nichts ungefragt bleiben. Das ist offenbar nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Wir werden etwa in einem Dreivierteljahr, in einem Jahr nochmal auf diese Thematik zurückkommen und schauen, was hat sich getan. Und wir werden natürlich auch sowohl in der Politik als auch ganz konkret hier am Beispiel Braunschweig werden wir dranbleiben. Wir werden die Eltern begleiten. Wir werden gucken, was sich tut. Und ja, selbst wenn dieser Bericht nicht repräsentativ ist, er hat nie den Anspruch gehabt, repräsentativ zu sein oder als Studie zu gelten. Das haben Sie aber auch so nicht wahrgenommen, das weiß ich. Trotzdem haben Sie gehört, aus Bayern, aus Brandenburg, aus Berlin, aus Gott weiß wo, Baden-Württemberg, die Frau Dr. Michel-Biegel, es wiederholt sich überall. Also insofern, wir reden von Oberlandesgericht Braunschweig, wir reden von Oberlandesgericht Braunschweig-Karlsruhe, Braunschweig-Frankfurt, Braunschweig-Naumburg, Jena. Braunschweig ist überall. Und das, denke ich mal, wäre der Schlusssatz. Ne? Dankeschön und dann gehen wir auf.